Durch die Regelbesteuerung und der hierdurch mögliche Vorsteuerabzug aus den Anlagekosten können wir unsere PV-Anlage steuerlich subventionieren. Dafür müssen wir auf die Kleinunternehmerregelung verzichten. Wir sind dann Regelbesteuerer, ein Regelunternehmer. Wie das geht und dass wir dann 5 Jahre lang an diesen Verzicht gebunden sind, das haben wir bereits in früheren Videos besprochen. Aber wie hoch ist der Vorteil? Reden wir hier über 100 Euro, 500 Euro, 3000 Euro oder mehr? Das klären wir jetzt ganz konkret. Und wie hoch der Vorteil bei Ihnen persönlich ist, können Sie mit unserem Tool, das wir Ihnen wieder kostenfrei zur Verfügung stellen, selbst berechnen. Mein Name ist Stefan Mücke und wenn Sie Steuer zahlen, dann abonnieren Sie unseren Kanal. Dass der Verzicht auf die Kleinunternehmerregelung monetäre Vorteile für Sie bringt, das haben wir längst geklärt. Jetzt beantworten wir die Frage, wie hoch der Vorteil konkret ist. Dazu haben wir ein kleines Tool für Sie erstellt und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. In dem Tool geben Sie genau 3 Werte ein. Erstens, Sie geben ein den durchschnittlichen privaten Selbstverbrauch, also die jährliche private Stromentnahme aus der PV-Anlage. Hier mit 7500 Kilowattstunden. Zweitens den durchschnittlichen Stromeinkaufspreis beim Versorger, den wir hier mit 30 Cent annehmen wollen. Und die Anlagenkosten, die zum Vorsteuerabzug berechtigen, hier mit 30.000 Euro netto. Den Batteriespeicher gleich mitbestellen. Nicht nachträglich, sonst ist der Vorsteuerabzug grundsätzlich verloren. Schauen wir uns das Ergebnis an. Wegen der Bindefrist müssen wir 5 Jahre lang Umsatzsteuer für den selbstverbrauchten Strom bezahlen. Das sind bei 7500 Kilowattstunden und einem Kostensatz von 30 Cent 427 Euro pro Jahr, das heißt 2137 Euro in 5 Jahren. Das ist der Nachteil aus der Regelbesteuerung. Aber der Vorteil ist, dass wir die Vorsteuer aus den Anlagekosten erhalten und das sind eben nun einmal 5.700 Euro. Wir müssen also 5 Jahre lang durchhalten, Umsatzsteuer für den Eigenverbrauch bezahlen und wir machen dann damit einen Gewinn von knapp 3.600 Euro. Den Umfang der Einspeisung benötigen wir gar nicht. Denn wenn wir einspeisen, bekommen wir ja als Regelbesteuerer die Umsatzsteuer zusätzlich vergütet und genau diese führen wir ans Finanzamt ab. Das ist ja ein durchlaufender Posten und können diesen daher völlig ignorieren. Wichtig und erforderlich ist nur, dass wir zumindest 10% einspeisen, sonst ist ein Vorsteuerabzug ausgeschlossen. Sehen Sie hierzu auch unser Video zur 10%-Hürde. Zum Schluss noch 2 Punkte. In früheren Videos habe ich schon öfters darauf hingewiesen, dass 2 unterschiedliche 5-Jahresfristen zu beachten gilt und dass es manchmal auch 6 Jahre sind, die wir durchhalten müssen. In unserem Fall hier würde sich der Vorteil dann von 3.600 Euro auf 3.100 Euro reduzieren. In unserem nächsten PV-Video besprechen wir beide 5-Jahresfristen und wann für Sie persönlich ganz konkret der beste Zeitpunkt ist, die Regelbesteuerung zu widerrufen. Punkt 2. Wenn Sie das Tool, die Excel-Datei wünschen, so senden Sie einfach eine Mail an pva2021@mücke.de und Sie erhalten kostenfrei, sofort und automatisiert eine Mail mit der Datei zugesandt. Fassen wir zusammen. Monetär rechnet sich der Verzicht auf die Kleinunternehmerregelung also auf alle Fälle. Sie müssen sich halt mit dem Thema Umsatzsteuer beschäftigen. Jetzt kennen Sie aber Ihren Lohn dafür. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, wünsche Ihnen alles Gute, bis bald und auf Wiedersehen.